Es ist 8 Uhr in der Früh an diesem Samstag, den 3. November. Zahlreiche Schnäppchenjäger warten schon darauf, dass der Dornbirner Flohmarkt endlich und wie jedes Jahr seine Pforten öffnet. Wir waren dabei. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, und los! Wie geht es Organisator Sani Fessler und seinem Team bei dem ganzen Trubel? Ja, der Besucheransturm ist nach wie vor ungebremst. Und wir haben also seit 8 Uhr Ball in allen Sälen. Verkehrschaos läuft. Wir sind zwar noch Herr der Lage, ich hoffe, das geht noch weiter so. Und wir haben noch Kapazität, also ich glaube, es geht schon. Parkplätze sind noch ein paar vorhanden, einige wenige. Falls ihr aber Covid öffentliche Verkehrsmittel verwendet, geht wahrscheinlich leichter im Moment. Es hat schon das eine oder andere Kämpfe, Gier, Streitereien. Es sind mehr oder weniger verbale Attacken gewesen, ist natürlich schon vorgekommen, aber er hält sich in Grenzen. Und was für Schätze wurden gefunden? Wir haben alles gefunden bis jetzt, wir gehen aber sicher noch mal durch, ja. Was haben wir gefunden? Schlittschuhe, Skischuhe, für die Schwester einen Edel. Heute am 8. Tag und gleich zugeschlagen. Ja, gleich gesagt. Hat mir gleich am Anfang gefallen. Ich habe dir, Projektor, einen guten, einen teuren zu Hause und der war leider die Linse kaputt gegangen. Und die kriege ich nirgends mehr. Jetzt muss ich entweder, jetzt habe ich halt 3 mit, kostet allerdings 20 Euro, aber die Sicherheit, dass einer geht. Und den Notfall kann ich eventuell umtauschen und dann mal dafür etwas anderes mitnehmen. Gell? Ja, ich habe eine sehr schöne Gitarre gefunden. Ist aus Felkirch und sehr alt, wie sie aussieht. Aber schauen wir mal weiter, es gibt noch viel.